Julius, ich habe eine Idee. Ja. Wir holen heute den besten Zauberer, den es auf YouTube gibt. Alter, wir holen den heute. Okay. Und wir überraschen Sebastian damit. Mir ist die Kamera gerade nicht aus der Hand gefallen. Wir überraschen ihn damit. Das war ein Zaubertrick. Heute holen wir Alexander Schraub hierher. Wir überraschen Sebastian damit. Ihr seht es gleich, der wird gleich hier kommen. Ich glaube um 15 Uhr. Ich schreibe mir jetzt gleich mal. Also Alexander, nicht Sebastian. Aber es sind zwei coole Namen, finde ich. Was? Meiner Meinung nach sind es zwei coole Namen, Alexander und Sebastian. Ich dachte jetzt. Ich bin mal gespannt, wie Sebastian reagiert. Der ist gleich, der muss gleich nochmal zum Ohrenarzt, hat gleich nochmal ein Ohren-OP und kann nicht mehr geradeaus laufen. Deswegen gucken wir aber mal, wie Sebastian sich verhält, oder? Boah, es tut wirklich weh, Alter, meine Ohren. Überraschung, ab jetzt. Bist du bereit? Nee. Und jetzt zum richtigen Magier. Hast du dein Lagers reingezeigt? Ja. Ist es schlimm? Überraschung! Das ist keine Überraschung. Wir haben den Zauberer geholt. Ich weiß, dass der kommt. Ich habe mit dem geschrieben auf Instagram. Wir haben den Zauberer geholt. Tobi, das ist keine Überraschung. Stell dich doch mal vor. Ich kenne Alex. Wir kennen uns schon über lange. Stell dich doch mal vor. Ich habe ihn hierhin eingeladen. Wir haben uns auf Instagram connected. Das ist keine Überraschung. Das geht! Das ist nicht zu lange. Und weil wir das Ganze natürlich ernst nehmen und ich einen kleinen Fetisch entwickelt habe über die Jahre. Dreh, ganz viel drehen. Ganz viel. Das andere auch noch. Was? Warum beide? Ja, weil es da sicher ist. Ach, weil hier ja Corona drin sein könnte und da nicht. Okay. Ist gut. Chillig. Jetzt da rein. Ist jetzt ganz auf diesen. Guck mal, da ist ein Puppe dran. So. Ganz, ganz auf drehen. Schön drehen. Wir haben hier übrigens zwei negative noch. Ja, das sind unsere von Tobi und Julius. Und Alexander hat auch reingemacht. Also nur, dass ihr es Bescheid wisst. Wir nehmen das hier sehr ernst. Jetzt festhalten unten, dass es sich so alles drin bleibt. Das ist so richtig so, genau. Oh Baby. Die draufklappen so, ja. Und dann, rein, vier Tropfen da drauf. Eins, zwei, drei. Willst du den Rest trinken? Gerne. Okay. Arcani halt die. Also erstmal der Test ist negativ natürlich. Ja. Erstmal das und ganz kurz die Info. Alex ist geschäftlich hier in Köln gewesen und hat gesagt, du, ich komm kurz vorbei. Und da dachte ich, Mensch, da komm doch vorbei. Nochmal, ich weiß nicht, warum du sagst Überraschung, Tobi. Ich habe gestern mit ihm geschrieben. Wir haben dir Alexander hierher geholt, damit er dir ein paar Zaubertricks zeigen kann. Ja. Ich habe mit ihm geschrieben. Brauchst du Nebel oder cooles Licht? Alles. Hast du hier Lichtershow? Ich habe Angst. Hast du ein paar Movie-Lets oder so? Zaubershow! Zaubershow! Perfekt! Zauber-Show! Oh, sie ist fertig. Ich will Zaubershow! Zaubershow! Hammer! Ey, fühle ich mich direkt wieder wie zu Hause. Komm, wir gucken mit Zauber dazu. Trick Nummer 1. Ich hab deine Nase. Nein, das ist dein Daumen. Ich sehe sogar, dass wenn du es so hältst, dann sieht man sogar, dass es dein Daumen ist. Alright, Freunde, Zeit für die richtige Zaubershow. Jetzt geht's los, jetzt legen wir richtig los. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Mein Name ist Alexander Straub. Grüß Gott, hallo. Freut mich, hallo. Foto? Guter Hund. So, ja, also muss ich sagen, mit Tieren arbeite ich schon sehr lange, wie man sieht. Ich habe eine Dompteursnummer, aber da kommen wir direkt dazu. Pass auf, ich habe ja auch, für mich war auch Lockdown, ja, es war auch ein bisschen schwierig und ich habe meinen Horizont auch erweitert. Ich weiß nicht. Pass auf, ich habe angefangen, wie ein richtiger Zauberkünstler, ich habe Ballontiere gelernt. Und ich habe dir halt ein paar Möglichkeiten mitgebracht. Ich möchte so eine kleine Challenge draus machen, so okay, quasi. Okay, okay. Ich habe dir hier meine Karteikarten mitgebracht, die ich mir dann immer, weißt du, habe ich mir eine rausgezogen, dann habe ich hier einfach das Ballontier gemacht. Ja, ich habe dir einfach hier ein paar mitgebracht. Hund, Affe, Schlange, Schlange ist einfach. Das war mein erstes Ballontier. Wir haben auch Katze, Giraffe, Tiger, Gorilla, Adler und so weiter und so fort. Ganz viele verschiedene. Perfekt. Und wir versuchen jetzt einfach mal was. Ich gehe hier mal so durch das Kartenspiel durch und du sagst einfach irgendwann Stopp. Okay, Stopp. Hier ganz sicher. Mhm. Okay, jetzt so eins zu früh Stopp gesagt. Wäre es ein Adler gewesen, aber du hast hier Stopp gesagt. Nimm dir mal das Tier raus und halt es mal so, dass ich es nicht sehen kann. Währenddessen versuche ich nicht nur natürlich dieses Tier gleich perfekt für dich. Du weißt doch gar nicht, was es ist. Das ist die Zauberei dabei. Und deshalb möchte ich jetzt versuchen. Ja, ja, da kommen wir jetzt dazu. Deshalb mache ich immer so. Zauberst du wieder rein? Ich zauber jetzt da Luft rein. Oh, geil. Okay, ich versuche jetzt Folgendes. Ich versuche jetzt deine Gedanken zu lesen und rauszufinden, an welches Tier du gerade denkst. Okay. Und dann werde ich dir dieses Tier direkt parallel dazu hier als Ballon geben. Komm, lies mal die Gedanken. Versuch's doch. Alles klar. Versuch's doch. Ja, viel ist nicht. Also von daher, das ist. Ja, ja, okay, ja, pass auf. Okay, ja, legen wir los. Hast du an den Wurm gedacht? Mm-mm. Nee, gut, schade.
jetzt erklärt sich, warum da auf Amazon stand, Leute, die diese Luftballons gekauft haben, haben auch gekauft eine Luftpumpe. Ja, das macht Sinn. Puh, ah, weißt du was, wir lassen es einfach so, ich mach's einfach ein bisschen schneller. Aber ich mach's, es wird jetzt ein kleineres Ballontier, aber es ist kein Problem, es wird ein kleineres Ballontier, aber es wird ein spezielleres Ballontier, weißt du? Einfach, es ist bis jetzt nur ein Knoten, aber jetzt warte, ich brauche ein bisschen auch Zeit dafür. Denk mal nochmal an dein Tier, denk mal dran, ob es ein kleines Tier ist oder ob es ein größeres Tier ist. Ja. Ist schon ein größeres Tier? Komm langsam, komm mal hier, langsam, aber sicher kommen wir jetzt hier. Ja. Siehst du das? Guck mal, ist es ein Hase? Nee, schade, du denkst nicht an Hase. Alles klar, dann bastel ich kurz weiter. Ja, du kennst das Tier. Perfekt. Du kennst das Tier. So, und jetzt pass mal auf, den Körper hab ich schon. Ich konnte ein kleines Schwindchen. Das ist mein Favorite hier. So, pass auf, und jetzt hier einmal. Und jetzt auf drei. Da, du denkst an, nenn mal auf drei das Tier an, das du denkst. Eins, zwei. Drei. Pferd. Was? Was? Pferd. Darf ich es anfassen? Selbstverständlich. Ah, Spaß! Kleiner Scherz. Hä, wieder auch? Hä, wie hast du das gemacht? Wie geht das? Hä? Das fühlt sich voll gut an. Alter, da ist richtig viel Luft drin. Darf ich es behalten? Du, ja, pass auf, ich zeig dir noch, es kann auch Kunststücke. Das kann einmal, pass auf, das kann einmal Sitz. Okay. Kann auch Stell dich auf. Okay. Und es kann auch, eigentlich kann es Stöckchen holen, aber es kann auch Karten holen. Pass mal auf, du nimmst eine Karte und sagst, hol die Karte! Siehst du? Alter, der voll getroffen. Also. Wahnsinn. Ja, also zurückholen kannst du nicht, abortieren kannst du nicht sonderlich, aber ich schenke es dir einfach. Das ist jetzt deins. Danke. Dein neues Haustier. So, also pass auf. Hey, wie hast du gerade die Karten getauscht? Eins meiner leichtesten Übungen. Karten tauschen? Richtig. Oh. Das beeindruckt die meisten. Pass auf. Also das ist auch was ich am tollsten finde. So, hier, das hier nennt sich Spring. Das kannst du auch von Seite zu Seite machen. Ja. Kannst du auch von unten nach oben machen. Was? Du kannst es auch hinterm Rücken machen. Das ist verboten. Und das wieder hoch. Das darf man nicht. Das widerspricht nur der Schwerkraft. Nur von hinten sieht scheiße aus. So, also pass auf. wir fangen mal ganz dezent, ganz entspannt an. Und zwar, wir ziehen mal eine Karte raus. Wunderschön. Und jetzt darfst du einmal da ganz groß auf die Vorderseite deinen Namen draufschreiben. Auf die Vorderseite? Auf die Vorderseite. Vorderseite ist hier, ja? Ja. So, schreib einfach am besten alle Buchstaben, R und Evi. Mhm, okay. Super, sag Bescheid, wenn du es hast. Ich hab's. Super, perfekt. Dann gehe ich jetzt hier das Kartenspiel so durch und sagst einfach irgendwann Stopp. Okay, ja? Stopp. Pack die Karte zurück und nicht mehr vergessen. Weißt du warum? Mhm. Sonst Ende vom Trickschein. Ja, okay. Okay. ich mische die Karten dir noch mal einmal durch. Perfekt. Und jetzt bin ich sehr gespannt. Soll ich dir sagen, was für eine Karte ich hatte? Nee, das ist mir egal. Pass auf, deine Karte ist natürlich die Herz 7, ist es nicht. Sie ist nicht oben, sie ist auch nicht unten, richtig? Nein, alles bin ich nah dran? Nee. Okay, schade. Pass auf, dann schau mal auf die 2. Wenn ich 1 zweimal schüttel, dann verwandelt sich die Kreuz 2 in die Herz 2. Da steht dein Name drauf und das sieht schon besser aus, richtig? Gut. Ich weiß, was denn? Das war jetzt ein bisschen schnell. Ja, ich mach's auch, dass der Hund mitkommt. Also, pass auf, wir nehmen es nochmal. Komm, ganz, ganz langsam, deine Karte kommt hier in die Mitte rein. Ist sie das auch? Ja, bis zum letzten Moment. Und jetzt ist die Frage, hast du schon gesehen, noch ist nichts passiert. Ja. Aber wenn du einmal ganz kurz wartest, dann springt deine Karte wieder ganz. Was? Ich habe extra drauf geguckt. Was? Pass mal auf, wir nehmen nochmal deine Karte mit der Unterschrift drauf. Okay. Und jetzt schieb mal deine Karte selbst irgendwo in die Mitte vom Stapel rein. Egal wo. Mhm. So. Nein. Ja, das. Was? What the fuck? Was? Hä? Bro. Ja, die ist ein bisschen zu hoch gesprungen, das passt zum besten Mal. Das ist, du kannst nicht, das ist. Nein, also das ist, also wenn ich mir auch die Entfesselungssachen angucke, merke ich, ich glaube, jetzt wo du es ansprichst, Entfesselung? Das ist schwieriger. Das Schöne ist, das kannst du so oft machen, wie du willst. Du kannst die Karte so oft in die Mitte reinstecken, wie du möchtest. Es ist auch gar nicht wichtig, ob ich die Karte finde oder ob du die Karte findest, weil ob ich die Karte jetzt finde oder du, das ist eigentlich egal. Du weißt nämlich schon, wo die Karte ist. Ja. Die Karte ist irgendwo in der Mitte. Ja. Und selbst wenn ich die Karten nochmal einmal durchmische, ist dir das egal, weil du weißt immer noch, wo die Karte ist. Weil wenn ich jetzt hier so durchs Kartenspiel durchgehe, dann hast du eine weibliche Intuition. Ich bin Mann. Ja, sicher? Ja. Okay, dann nutz deine weibliche Intuition. Dann nutz einfach dein Schätzen, wo du einfach denkst, ah ja, jetzt, wir sind ganz nah dran, jetzt wird die Karte kommen. Aber ich gehe jetzt irgendwann durch und wenn du das Gefühl hast, deine Karte könnte kommen, dann sagst du einfach Stopp, okay? Stopp. Oh, was? Gott. Nee. Ja, da ist doch ähnlich. Genau. Ey. Viele sagen meistens immer so, ja, klar, ich kann das auch. Irgendwann sind ja einfach alle Karten mit Revis Unterschrift. Alles ist nur noch Herz 2 mit Revis Unterschrift. Das ist ja klar. Das ist aber natürlich, wenn du hier einmal mal genau halt hinschaust und auf die Herz 2 schaust und dann verschwindet die, dann ist es natürlich klar, dass es Schwachsinn ist und dass hier gar keine Herz 2 drin ist, so mit Revis Unterschrift. So, das ist jetzt auf den ersten Blick vielleicht ein bisschen verwirrend, merke ich jetzt auch. Aber natürlich ist auch das Schwachsinn, weil wenn du dann einmal wieder wartest und dann kommt
kommt die Karte auch jederzeit natürlich wieder an und wir können wieder ganz normal weitermachen. Sind jetzt von deiner Seite irgendwelche Fragen aufgekommen? Ich glaube, ich habe gerade zwei drin Schlaganfall. Ich komme nicht hinterher. Pass mal auf, ich habe dir noch was mitgebracht. Schön, okay, dass du es nämlich ansprichst. Ja, ich das hat mir eine Polizistin vor der Tür in die Hand gedrückt. Ach so. Oh, darauf stehe ich. Kennst du noch Harry Houdini? Ja. Harry Houdini war einer der größten Entfesselungskünstler aller Zeiten. Der war eins. War noch kleiner tatsächlich. Okay. Aber der Name war sehr gut, weil der kam aus allem Möglichen raus. Ketten, Fesseln, Handschellen, Zwangsjacken, was er auch immer im Schlafzimmer gefunden hat. Und Kritiker haben behauptet, dass er sich gar nicht entfesselt, sondern dass er durch die Fesseln durchschmilzt. Und das ist ja totaler Schwachsinn. Wenn du es dir genau überlegst, ist ja Quatsch. Du bist gerade durch die Fesseln. Weißt du was, ich setze mich mal in die Mitte von euch. Okay. Ich setze mich mal kurz rüber. Und jetzt kommt der spektakuläre Moment. Nimm du mal die eine Seite und du nimmst die andere Seite. Okay. Merkt ihr das Band, das euch verbindet? Zieh mal dran. Genau. Ist ein normales Band. Ist ein ganz normales Seil. Ja. Ist alles normal hier? Ist alles normal. Dass das nicht ausfranst, habe ich rechts links noch ein bisschen Tape dran. Aber sonst ist es normal. Und du siehst, es ist auch hervorragend stabil, gut verarbeitet. Ja. Wir haben hier die Falltüren hier und hier, die Assistentin hier und die Tiere sind hier hinten in dem Eck. So, und jetzt versuchen wir Folgendes. Der akrobatische Teil, der Seiltanz. Mhm. Dann tausch doch mal die Enden. Quark. Also, zieht mal so fest, ihr könnt, lasst mal den ganzen Frust raus. Ja, da merkt man, das sind die Arbeiten im YouTube-Bereich, da ist gar kein Frust zu Hause. Also ich denke, ja komm, wir versuchen es einfach trotzdem. Ich mache mal meine Handy hier rein und ihr müsst jetzt versuchen, da irgendwie Knoten oben rein zu kriegen. Dein Blut schnürt ab. Ja, richtig. Okay. Deswegen solltet ihr vielleicht ein bisschen schneller machen. Genau, einfach, ja genau, einfach einen Knoten rein. Oh, jetzt wird's kritisch. Es tut mir leid, ich habe kein Seil mit Klettverschluss gefunden, aber ich krieg das schon hin. Jetzt kommt hier nämlich eine Schlaufe. Mhm, für die Ästhetik. Schön. Möchtest du mal die Jacke neben dir nehmen? Ja. Und hast du eine Uhr an? Nee, aber du. Aber du hast doch eine Uhr an. Ich habe eine Uhr an. Ja, die kriege ich jetzt aber schlecht wieder ausgezogen, sag ich dir ganz ehrlich. Wir können dich jetzt einfach. Aber du hast eine Uhr an. Siehst du auf die Uhr drauf? Siehst du den Sekundenzeiger? Da ist kein. Siehst du den Minuten- und Stundenzeiger? Die sehe ich, ja. Super, perfekt. Der aktuelle Weltrekord, nämlich aus einem 1, 2, 3-fachen Knoten rauszukommen, liegt bei etwa 3,5 Stunden. Mhm. Ja? Und ich fühle mich gut, bin gut vorbereitet und ich versuche heute bei euch hier exklusiv den Weltrekord zu. Genau, den Weltrekord zu brechen. Ja. Weil mein Motto ist immer, wenn es blau wird, noch ein Stück. So. Aber du hast jetzt die Jacke in der Hand und wenn du das Zeichen gibst und du sagst, ja, wir sind jetzt, wir können starten, dann legst du die Jacke einfach offen. Du kannst, wir können auch ein Handy noch mit Timer, wie du es magst. Dann haben wir es genau. Klingt besser, genau. Okay, und jetzt einfach dann Zeit. So drüber. Genau, perfekt. Bisschen höher noch, das aber ansonsten ist super. Okay, bereit, 3, 2, 1. Genau, bisschen höher, sonst ist super gewesen. Ja, perfekt, danke dir. Und jetzt kannst du einmal nochmal die Jacke wegtun, ich habe den Knoten vergessen. Pass auf, ich brauche nochmal einmal den Knoten. Der ist nochmal einmal hier hinten. Ach, und dann unten rum. Okay, schnell nochmal drüber. Genau, schnell nochmal drüber. Aber auch nicht zu weit, sonst kann man mir unter das Röckchen gucken. Das ist das Problem. Jetzt ist die Frage in dem Moment immer, wie weit man jetzt in der Zeit ist. Hat man noch ein bisschen Zeit, noch ein bisschen für Showmanship oder muss man sich schon ein bisschen beeilen? Wie sind wir denn aktuell in der Zeit? Also du bist schon lange draußen. Korrekt, korrekt. Da muss man sagen, da sind wir aber ganz schnell auch dabei. Geht's dir gut, Rin? Ich hab doch diesen Knoten da reingemacht. Hä? Der war so fest. Da waren der war tatsächlich guck mal, der ein bisschen ist fest. Aber richtig. Guck mal näher, guck mal. Digga, das man ist sieht die Spuren. Naja. Alter, man neigt halt dazu, jede einzelne Bewegung, die du machst, genau zu studieren, genau hinzukommen. Irgendwas und ich guck. Wo ist so die Karte jetzt schon wieder her? Aus meiner Tasche. Oh, aber es ist genau die Karte, die ich eben hatte. Das ist genau die Karte, die du gerade hattest. Aber das Spannende ist, wenn du das Pferd zum Beispiel nimmst, was wir gerade hatten, dann kannst du das Pferd auch einfach mal kurz schweben lassen. Was? Das geht natürlich. Was? Und das ist, meine Damen und Herren. Was? Wie? Kannst du das nochmal machen? Ne, jetzt ist die Statik kaputt. Oh Mann. Das ist natürlich jetzt aber. So ist es halt. Okay. Das geht aber auch nur mit dem Pferd. Also man sollte meinen, vielleicht geht es auch mit dem Adler, aber die Rückseite des Pferdes funktioniert tatsächlich noch besser, wenn man das dann noch dann kannst du es auch ein bisschen tatsächlich versucht, du es vielleicht. Ja, genau, kurzzeitig ging's. Ja, das war das. Ey, das war ich komm nicht klar. Was soll ich sagen? Checkt Alex auf sämtlichen Social Medias ab. Instagram, Tinder, WhatsApp-Nummer steht in den Kommentaren. Super, ja. Habe ich reingeschrieben in einen anderen Account. Mhm. Bankleitzahl, wir haben deine Kreditkarte eben oben abfotografiert. Genau, ja, die ist ja eh nichts drauf. Facebook, super wichtig. Facebook, sehr, mega geil. Mhm. Facebook, ja, so geil. MySpace. Bitte? Abo. Ja. Voll geil. Wir sehen uns später nochmal wieder, wenn irgendwas passiert, immer, sage ich mal. Vielleicht, Julius wollte, glaube ich, für 10 Euro noch einen China-Böller essen, oder? Ja, die Überzeugung ist ins Gesicht geschrieben. Ganz genau. Super. Perfekt. Komm, ich zauber noch eine Runde mit dir für meinen Kanal. Gleich. Okay. Ja? Gerne. Super. Dann check das Video auf Alex' Kanal ab. Das ist dann verlinkt. Aber unser Video kommt morgen schon. Aber du schaffst's? Ich schaff das. Das Video ist unten verlinkt. Let's go.